Diesmal sind wir zu Gast in der Lindenstraße. Aber nicht bei der ARD, sondern beim diesjährigen Lindenstraßenfest in Lamai auf Koh Samui. Schon zum zweiten Mal haben sich alle Gastronomen dieser bekannten Gasse zusammengetan und wieder das Fest organisiert. Was gibt's Neues hier in der Lindenstraße? Ja, Frau Beimer steht da hin und macht Reibekuchen. Else Kling verteilt die. Wunderbar. Lindenstraße, das sagt Ihnen ja mal. Was bedeutet das für Sie? Wir sehen zwar in Deutschland die Lindenstraße nicht, aber fühlen uns hier recht wohl. Ist recht nett hier. Wir sind aus München unter Vöhringen und sind schon 8 bis 10 Mal hier gewesen. Hier sind wir im Café 77 bei Wolle. Sonst haben wir immer nur gearbeitet und jetzt haben wir mal gedacht, okay, wir gehen mal die alten Stammgäste hier besuchen. Das ist die Lindenstraße, ja. Schönes Fest, ja. Schönes Fest. Wie gefällt es dir hier? Gut, sehr gut. Ich lebe seit 2 in Thailand und bleibe in Thailand. Nie wieder nach German. Ich habe mir nicht gedacht, dass das so gut ankommt bei den Leuten, aber es ist ein Riesenerfolg und die Leute haben schon gesagt, das sollte man eigentlich öfters machen, weil es gemütlich ist, mal was anderes ist. Das ist eine gebürtige Unnerin, war auf dem Film und nun, jetzt ist sie im Schatten und jetzt flippt sie wieder aus hier. Und das ist die Lindenstraße in Thailand. Dschunkeln zum griechischen Wein. Where do you come from? Aber auch die schwedische Fraktion hält gut mit. Where do you come from? Sweden. And what you enjoy here, the party? All of it. Beautiful, beautiful. Lovely place, lovely people, lovely food. Can't be better. I invite everybody to come to visit Lamai. It's paradise. Joke thee. Salut! Salut! Oh! Was haltet ihr von der Lindenstraße hier in Samui? Ja, super! Wir kommen 24 Jahre hierher und endlich haben sie sich mal was einfallen lassen. Ja, wir fühlen uns ganz wohl hier. Vor allen Dingen auch beim Rudi. Hier ist lustiger. Die Lindenstraße auf Samui ist wesentlich freier und nicht so kleinkariert. Also ich hätte eine Reeperbahn besser gefunden. Wo kommt ihr denn her? Aachen. Was haltet ihr von dieser Lindenstraßen-Idee? Super, aber nur wenn man es trinken gibt. Hier gibt's nichts, ne? Ja, hier ist ziemlich trocken jetzt. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, alle gleichzeitig zu bescheiden? Das ist ja super. Ist doch allemal besser wie da vorne im Stangenwald. Jeder eine andere Musik. Ne, wir machen eine Musik, haben gute Stimmung und gute Laune. Ne? Gibt es einen Unterschied zum letzten Jahr, dem Stammfest? Alles beim Alten geblieben. Die Leute mögen das so und wir mögen das so auch. Essen ist jetzt schon ausverkauft. Wir sind alle zufrieden. Was ist anders in dieser Lindenstraße? Die Else Kling fehlt. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Ja, die dritte Liga. Ja, genau. Alle 98er Fans. Alle 98er. Und bringt 3 Punkte mit morgen aus Elversberg. So, hier sind Lindenstraßenfans, habe ich gehört. Ja, aber alle Welt. Was findet ihr gut hier an dieser Lindenstraße? Ja, jetzt? Das muss er aber hören, dass er einen ausgibt. Die Lindenstraße auf Koh Samui, Lichtjahre besser als die in Deutschland, weil Enzo Grappa an der Kamera besser, Schauspieler besser, Ton besser, alles besser. Lebensverdienst in unserem Garten. Schatzi, komm her, wir sind im Film. Schatzi, komm her, wir sind im Film. Die Lindenstraße in Bersen, da ist es kalt, da hat es einen Nebel und da regnet. Und in Koh Samui haben wir einen Wolken aus dem Himmel, den Tag Sonnenschein und 25 Grad. Und das ist 7-mal besser
wie in Berlin. Seid ihr denn zufrieden mit dem Fest? Ja, wir sind sogar sehr zufrieden mit dem Fest. Ja, es war schon besser. Da hätten wir eigentlich gedacht, dass es nicht so wird, aber es ist gut so. Okay. Können ruhig noch Leute kommen. Die kommen von Holland. Von Holland? Ihre Nachbarn. Nein, der ist ein Deutscher. Normalerweise kommt er hier nicht am Tisch sitzen, aber ja. Es ist hier mehr Action als in der Lindenstraße in der ARD. Okay. Super ist die Stimmung. Richtig schön. Ein großer Mui. You like? You enjoy? Nein, okay. Abend, nur ein Spaß. Hier laufen noch mehr Irre rum. Nein, die Stimmung ist natürlich eindeutig besser hier. Und keine gespielte Fröhlichkeit, wir sind echt fröhlich. Hier sind keine Schauspieler unterwegs. Na, oh, nein. Nur Schausteller. Und? Ja. Der Unterschied ist grimmiger. Okay. Wird mir super. Ja, hier sind die Leute ein bisschen jünger und gemischter. Da haben wir Preußen da, haben wir Bayern da, haben wir Saarländer da. Und in der Lindenstraße gibt es halt in München oder wo die ist. Ja, da gibt es halt nur Einheimische mehr. Ui, Lindenstraße im Fernsehen, da bin ich natürlich ein alter Fan davon. Gibt schon so lange und auf Samu ist noch richtig jung und neu. Erst das zweite Mal, aber wieder ein toller Erfolg. Ich kenne bloß eine Lindenstraße und die ist auf Samui. So, jetzt hast du es. Die richtige Lindenstraße ist Samui. Bei Holde Damen! Holde ja. Damen! Die Veranstalter schätzen, dass ca. 400 Gäste das Fest besuchen. Bei unseren Interviews konnten wir feststellen, dass Landsleute aus wirklich allen Regionen Deutschlands gekommen sind. Von Thais und anderen Nationen gar nicht zu reden. Ein wirklich internationales Straßenfest. Holle, wie sieht's aus heute, das Befinden? Sehr gut. Immer viel Arbeit. Und leider kein Material mehr. Das ist das Schlimmste an allem. Kein Drama. Dafür gibt's noch eine ganz heiße Feuershow. Okay, vor zwei Jahren sind wir mal zusammengesessen. Da ist der kleine dicke Wolle auf die Idee gekommen, wir könnten noch mal ein Lindenstraßenfest machen. Jetzt sind wir schon beim zweiten Lindenstraßenfest. Ist letztes Jahr super gewesen. Dieses Jahr haben wir es noch mal getoppt. Und nächstes Jahr toppen wir es noch mal. Grüße an alle in Deutschland. Ne?